Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder die Krossi und es ist wieder Zeit für eine Runde Nightbanes. Das Collectible Card Game, heute wieder in der Free-to-Play-Reihe mit meinem Zweit-Account. Jawohl, das andere habe ich gerade eben aufgenommen, jetzt ist der hier dran. Und ja, was machen wir heute? Das hier kann ich abhaken, kann ich mir nicht kaufen, ist ja ein Free-to-Play-Account, leider. So, aber Gilden Raids. Ah, ich kann mir eine Belohnung abholen. 3, oh ja, super. Menü, Startseite. Jetzt habe ich 15 Stück. Soll heißen, ich kann mir wieder einen Booster holen. Einen Portale Booster. Brutal oder Portal? Portal, also gut. Oh, was habe ich denn da für einen drin? Der Armageddon-Engel habe ich jetzt. Ah, kann am Angriff ausweichen, zerstört alle Kreaturen im Spiel, wenn diese Karte das Spiel verlässt. Aha. Das ist ja nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, dass es auch die eigene kaputt macht. Ja, das ist der einzige Nachteil an der Geschichte. So, ich gehe jetzt mal hier in den Raid-Bereich und probiere mich ein, zwei Mal, aber es wird wahrscheinlich nichts werden. Noch nicht. So weit bin ich hier noch nicht. Oder doch vielleicht jetzt? Nee, wenn der erstmal einsatzbereit ist da oben, dann hast du ja keine Chance mehr jetzt. Siehst du mal, der macht den ja weg. Der macht den weg wie ich Frikadell. Ratzi, fatzi, fat. Zack, 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 guckst du. Auch wenn ich das Glück habe mittlerweile, dass der unten gut heilt. Mhm. Ja, aber das war's schon, ja. Ha. Das war's schon. So, was Elend. Ach du großer Gott, guck doch mal, was der da oben aufbaut. Voll die Hammergeschütze, ey. Die machen überhaupt keinen Schaden an dem. Und der putzt jetzt alles weg. Ja. Ne? Keine Chance. Mit dem Deck. Nein, mit dem nicht, nein. Dann gehe ich in den Questbereich. Wo ist er denn? Da ist er. Und sehen wir zu, dass ich den hier oben fertig kriege. Dass ich mir auf diese Weise erstmal die Belohnung hole und die Rubine und kriege dann so vielleicht noch ein paar bessere Karten. Und kann mir dann so vielleicht irgendwann dieses gescheiteres Deck zusammenstellen. Also ich habe gestern Abend mit dem PvP gemacht. Mittlerweile, mein Free-to-Play ist höher im PvP wie in der Inno-Wertung wie mein anderer. Weil mit dem anderen habe ich noch kein PvP gemacht in der Saison. Kommt aber noch. Weil mit dem will ich nämlich erstmal diese eine schöne Karte haben, die ich mit dem anderen schon längst habe. Und dafür brauche ich erstmal die Elo-Wertung. Und da arbeite ich mich hoch. Da arbeite ich dran. So rum. There I will be Arbeit dran. Oder so ähnlich. Den hier erstmal. So, jetzt muss ich mal langsam auf die Idee kommen, mal unten ein bisschen Heilung hinzupacken. Aha, zwei haben wir schon mal weg. Au, nicht doch. Jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen hier heilen mit dem da. Die kriegt ihn aber nicht fort. Nicht zu fassen, oder? Na gut, das war's jetzt. Nicht mehr zu retten. Da war jetzt nichts mehr zu retten an dem Ding da. Super, nehmen wir erstmal den. Jetzt nehmen wir den hier. Ja. Aua. Hätte noch einmal, hätte noch mal wiederkommen können. Das sieht auch wieder nicht so gut aus. Die weichen alle aus hier. Das ist ja auch nicht witzig. Sogar einen habe ich mal. Das reicht ja, ne? Eine reicht doch völlig aus. Super. Ja, das war's schon wieder.
Nimm mir den. Und den. Und den. Jetzt Heilung. Jetzt den. Der kriegt leider keine Heilung ab. Und den hier. Sieht schon etwas besser aus jetzt, ne? Noch mehr Heilung. Ja, so läuft das. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ha! Tada! Kaputt! Der zuerst, dann der. Dann nehmen wir den. Und den noch dabei. Und den dazu. Ja, kann man lassen. Oh, jetzt gibt es aber gleich tierisch auf die Mütze. Sehr schön, den anderen habe ich weg. Das sieht ja jetzt schon ein wenig besser aus, gleich wenn der da hinten einsatzbereit ist. Oh, oh, oh. Ein bisschen Heilung raushauen. Ja, so will ich das doch sehen. Schön kaputt machen. Schön aufräumen da unten. Sehr gut. Erst der, dann der. Dann der ist auch schnell. Der spuckt fleißig aus. Der auch noch dazu. Und jetzt Heilung. Ist ausgewichen da oben. Mist. Noch mehr Heilung. Autsch. Ja, der macht aber jede Runde macht er einen weg da hier. Das ist aber auch nicht nett. Oh, der haut jedes Mal einen weg. Unfassbar. Und schon wieder der gefesselt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das sieht jetzt schlecht aus, die Runde. Oh ja. Sieht nicht so gut aus, ne? Nur die Kälbe gefesselt. Der fesselt aber auch genau das, was ich brauche. Das ist nicht zu glauben, ey. War es ein Spaß. Als könnte er sich das aussuchen, was er fesselt. Der hätte beinahe Drecksack gesagt. Aber nur beinahe. Ah, nee, jetzt ist er schon weg. Mist. Ach, mit einem Schlag, das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Ich habe ein bisschen Platz gemacht da unten. Heilung ist gut. Heilung, gute Idee. Jawohl, geschafft. Puh, erst der hier. Und dann der. Und der. Jetzt Fuchsi. Das fuchst mich. Der hier. Jawohl. Jetzt habe ich dich. Jetzt bist du dran. Tada. Keine Chance mehr, das noch zu halten. Sehr gut. Ach! Wir hatten da eine Teller Mühlchen gestellt. Und ich esse auch noch was davon. So ein Mist. Gehst ins Restaurant. Ein Teller Müt, bitte. Bin schön. Funktioniert. Jetzt noch mal ein bisschen heilen können jetzt. Mist. Da muss ich selber für die Verheilung sorgen. Einmal, zweimal zugeschlagen, jawohl. Einmal, zweimal und er hat immer noch überlebt. Ist es wahr? Heilung. Einmal, zweimal und dreimal und weg. Nee. Sieht gut aus. Jawohl.
Sind es die Jäger des Königs? Jawohl. Juhu. Ah, Energie schon alle. Dann machen wir nochmal zwei Runden PvP oder so. Und wir sehen, sind schon bei 1319. Aha. Schon ein bisschen hochgearbeitet. Da ist schon jemand. Wer ist denn da? Fera. Fera in Feen oder so. Fera in Feen. Die fängt hier gleich an zu dekorieren. Jetzt wart ab. Baut ihr Haus auf. Er hat einen Nippler. Die Fera hat einen Nippler mitgebracht. Warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Ich denke noch mal eine Runde drüber nach und dann sehen wir mal. So langsam wird es eng hier, ne? Ja, und dadurch, dass der noch wiederkommt, glaube ich, war es das jetzt. Ja. Die Fera hat gewonnen. Die Fera hat fair gewonnen. My Fairy Lady. Naja. Nehmen wir erst den. Ich glaube, dann nehme ich erst den mit der großen Kelle. Was kann der machen? Wo ist er? 4 Schattenschaden auf meinen Freund. Ah. Aha. Aha. Du hast aber eine schlechte Starthand, würde ich mal behaupten, ne? Sieht nicht so gut aus, was du da auf der Hand hast. Habe ja unten schon gleich alles einsatzbereit, sogar den hier. Da brauchst du aber jetzt zum Beispiel den Orbitalschlag. Ja, ist klar. Hm. Wie schön ist das? Was ein Käse. Freut man sich wie ein Schnitzel, dass man unten schon so viel hingelegt hat und dann packt er den aus, ey. Mist. Ja, und dann sowas. Ja, kann ich eigentlich direkt schon aufgeben. Ja, ne? Schon direkt Feierabend gemacht. Hm. Super. Super Sache sowas. Ja, und noch direkt zerstört. Alles klar. Und tschüss. Toll. Ich hasse Orbitalschlag. Genauso sehr wie diesen blöden Schattenphönix. Ich werde dafür, dass die Leute, die diese Karten besitzen, in der Extra-Liga spielen. So. Dann können sich gegenseitig den Orbitalschlag und den Schattenphönix in die Ohren hauen. Und die, die sowas nicht haben, die haben wenigstens ihre Ruhe. Unfassbar. Oh, die wäre schon wieder. Uiuiuiuiuiui. Muss ich mal einnehmen, der schnell was macht. Bevor gleich wieder hier was kommt, was direkt wieder durchgeht. Brauche ich was schnell aktiv wird. Ja, schon mal nicht so verkehrt jetzt, ne? Die sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt wird es schwer für die Vera, glaube ich. Ja. Und jetzt wird es noch schwerer. Für die Vera. Schwerer für die Vera. Jetzt haben wir nämlich schon mal ein Heiderchen da. Wenn jetzt gleich noch mal ein Reittier kommt, dann ist sowieso vorbei. Nee, noch ist mein Reittier nicht da. Aber es sieht gut aus. Ja, aufgegeben. Hat sie eingesehen. Kommt nicht mehr gegen an. Da ist sie schon wieder. Was haben wir da im Angebot? Nehmen wir erstmal den.
Gott sei Dank schon direkt das Reit hier auf der Hand. Das finde ich echt gut. Dann den noch dazu. Das Reit hier, warte ich noch einen Moment. Jetzt spielen wir es. So. Die ersten zwei haben wir schon mal einsatzbereit. Das ist gut. Oh Mann. Wenn sie jetzt eine Rache hat oder einen Nippler, dann wird es jetzt nochmal eng. Ich bräuchte jetzt mal ein Heilungsartefakt. Es ist leider noch nicht da. Leider noch nicht da. Oh, das wird echt eng jetzt hier. Oh Mann, ja, das war's jetzt. Der geht durch und der geht auch durch. Scheibenklasse. Da ist sie schon wieder, die Vera. Ach ja, so kann's gehen. Autsch. Geht der durch oder hält der wieder aufgehalten? Mal gucken. Ah, sehr schön. Mann, heute hüst da. Das ist gut. Aufgegeben. Juhu. 1400 muss hin. Und da ist sie wieder, die Vera. Also, erst den. Ja. So, wie sieht es aus? Oh, jetzt hat es auch ein Reit hier. Aha. Ich bräuchte jetzt wieder meine Heilung. Oder mein Hoppel. Hoppelhase Hans bräuchte ich jetzt hier. Wenn die jetzt noch drei Stück auf mich draufhaut, wird schon langsam kritisch, ne? Ja, ich habe leider mein Reit hier nicht einstecken. Vielleicht komme ich noch eine Runde drum rum. Nee. Schade. Lass mich raten. Vera. Ah. Ja, ja. So ist das. Na nun. Wer bimmelt denn? Kommt noch irgendein Päckchen. Ich glaube, der sieht nicht so gut aus jetzt gerade. Nee, das war's. Verloren. Schon wieder. Kein Reittier. Ohne Reittier ist natürlich doof. So, einen Versuch mach ich noch. Ohne Reittier, ohne Heilung ist da nicht zu holen. Sagt die Uhr eigentlich. 6:30. Okay. La 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 la. Wo ist denn die Vera hin? Keine Lust mehr oder was? Angel. Hm.
Ein Drache. Ein bisschen Heilung dabei noch, wa? Der hat überhaupt nichts gemacht da oben. Der hat sich mal gedacht, oh! Wie? Du haust mich? Sowas ignoriere ich einfach. Krieg ich auf die Mitte. Machen wir das mal so. Ja, einen habe ich da oben mal weg, aber der Rest ignoriert meine Bemühungen. Ja, und schön alles gefesselt hier, ist ja nicht wahr. Alles immer schön fesseln hier. Da oben weg, der die ganze Zeit Heilung raushaut, der Kasper da. Jawohl, noch einer weg. Und noch einer weg. Und noch einer weg. Jetzt habe ich aber ein bisschen Platz gemacht. Ja, er hat auch einen weg. Zwei. Der kommt dann noch wieder. Ui, wie gemein. Na gut, das reicht schon. Der geht ja direkt durch. Ja, das war's. Mist. 1311. Ist ja weniger wie vorher. Okay, das war's dann auch jetzt für dieses Video. Dann danke wieder fürs Zugucken. Schaut gerne wieder bei mir rein. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen. Guckt nach meinem Twitch-Channel und dann sage ich, ja, also bis denn. Aloha.